Künstlern, die ihre Motive in Südbern gefunden haben. Ihre Namen zu erhalten und ihre Werke zu erfassen, ist eine große Aufgabe. Diese Aufgabe ist nur zu lösen, wenn beim Fleiß des Sammlers auch das Glück des Finders behilflich ist. Die Unterbringung der Schätze des Kulturerbes der südmährischen Heimat in einer Galerie gelingt nur in Zusammenarbeit mit verantwortungsvollen staatlichen oder städtischen Stellen. Es kamen günstige Rahmenbedingungen in einer Gemeinde unmittelbar an der Grenze zu Südmähren zusammen. Eine bedeutende südmährische Kunstsammlung, ein leerstehender Gebäudekomplex aus dem Mittelalter, die Bereitschaft der Gemeinde und der Landesregierung zum Ausbau dieses Gebäudekomplexes, zur Hälfte zum Ausbau eines Heimatmuseums für Retz und zur anderen Hälfte zum Ausbau der südmährischen Galerie. Mit der Einladung zu unserer Sonderausstellung für dieses Jahr wollen wir auch eine Verbindung herstellen zu dem Schloss Pöttau im Thayertal und damit deutlich machen, dass im Land Tanner Thayer bedeutende Bauwerke vorhanden sind. Über das Schloss Pöttau habe ich im letzten Jahr ausführlich berichten können. In diesem Jahr ist es das Barockschloss in Freien, über das mein ehemaliger Mitschüler am Zneimer Gymnasium Universitätsprofessor Erich Huberla in seinem Buch über Johann Michael Rottmeier schrieb. Zur Kaffeerunde wollen wir Sie mit Kaffeekanne und Kaffeetassen aus kleiner Fertigung zu einem gemütlichen Zusammensein und zu einem Gespräch über die vergangenen Zeiten einstimmen lassen. Wir wollen Sie in die Zeit zurückversetzen und haben auch zeitgemäßes Mobiliar dazu ausgewählt. Ich darf mich für die großartige Unterstützung bei dem Aufbau der Ausstellung bei den Herren Miesner und Uhl herzlich bedanken. Sie haben das großartig gemacht und ich hoffe, Sie werden mir das bestätigen, wenn Sie die Ausstellung in Ruhe gesehen haben. Die Südmährische Galerie hat die Aufgabe übernommen, das Kulturerbe Südmährens zu bewahren und an spätere Generationen weiterzugeben. Die 100-jährige Geschichte der Bettschmuckfertigung in Freien ist ein Teil der Kulturgeschichte Südmährens. Sehr gern hätten wir Ihnen auch den Kaffee für die bereitstehenden Tassen angeboten. Doch der beengte Raum erlaubt uns nur das symbolische Angebot und ich hoffe, Sie sind damit zufrieden. Danke. Um Sie auf Tassen, Teller und Kannen einzustimmen. Es sind nicht nur die Auswirkungen, die durch den Aufbau der großen Staumauer bei Freien das Landschaftsbild verändert haben und es ist auch nicht nur die Veränderung durch den Untergang der Keramikproduktion in Freien, die sich ein volles Jahrhundert bemüht hatte, den Wettbewerb mit der Konkurrenz zu bestehen. In diesen 100 Jahren wurde nicht nur der heimische Markt mit Keramikprodukten beliefert, ein Anteil der jährlichen Produktion ging auch in den Export. Bei den Weltausstellungen in Paris und Wien wurden die Erzeugnisse der Freien Wettschmutzfertigung den Besuchern vorgestellt. Interessant ist es, das Angebot der Fabrik über die Jahre zu verfolgen. Besonders die Teller sind oft bis zum Tellerrand mit Bildern von großen Bauwerken oder von mächtigen Segelschiffen ausgestattet. Diese Bilder sollten wohl die weite Welt in die eigenen vier Wände bringen. Spätere Bemalungen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehen sehr viel bescheidener mit Pinsel und Farbe um. Mir wurde in einem freundlichen Gasthof in Drosendorf
das Musterbuch des Jahres 1862 der Freiluftfertigung gezeigt, das noch nach mehr als 100 Jahren in Ehren aufbewahrt wird. Deutlich ist eine Trendwende zu erkennen, die man schon einer moderneren Ausrichtung zuordnen kann. Zu den Ausstellungsstücken der Freiler Sonderausstellung zählen auch Keramikkunstwerke. Wir haben diese Teile in einer eigenen Vitrine ausgestellt. Dazu muss allerdings noch gesagt werden, dass wir diese Teile, diese Kunstteile, verdanken den Geislingen, denn der liebe Herr Longin hat sich entschlossen, seinen Bestand an Wetschbuchware uns zu überlassen, sodass wir wirklich einen beachtlichen Vorrat jetzt haben und damit auch gut umgehen können. Die Kunstsammlung Südmeer wurde über Jahrzehnte zusammengeführt und stets wurde auf die Ausrichtung auf das südmeerische Kulturerbe geachtet. Ein besonders wertvoller Teil dieses Erbes ist das Sisneimer Stadtrechtsbuch aus dem Jahr 1523, das in der Literatur als ein Prachtexemplar eines Stadtrechtsbuches genannt wird. Dieses bedeutende Werk entstand in der Wende vom 15. bis 16. Jahrhundert, vor fast genau 500 Jahren. Jetzt können Sie nachrichten, wenn Sie wollen. Mit Unterstützung unserer Landsleute konnten Kunstschätze erworben werden, die wir immer wieder natürlich unseren Teilen zuordnen. In einer Folie des Kunstwerkes ist ein Buch an den Leser dieser Handschrift erhalten geblieben. Ich darf Ihnen den lateinischen Text, damit konnte ich sie strapazieren, aber ich jetzt auch nicht mehr hingekriegt, aus der Handschrift in deutscher Übersetzung. Darf ich Ihnen den vortragen und muss nur blättern, wo ich den finde. Die Übersetzung, die Überschrift lautet das Buch an den Leser. Hier haben also die Leute vor 500 Jahren sich die Mühe gemacht, den späteren Lesern nach 500 Jahren ein Mitbringsel zu machen, und zwar den Text so flüssig wie möglich zu gestalten. Ich bin das ausgearbeitete, gepflegte, schöne und gelehrte Buch, das Gerechtigkeit mit entsprechender Frömmigkeit festhält. Durch Gelehrsamkeit verbinde ich diejenigen, die der Drang nach Recht von den verderbten und schlechten Sitten abhält und weise Hass von mir. Schädliche Gunst meinen und allen gleichermaßen würdigen Lohn bringen, hat mich mit großem Aufwand der berühmte Stefan von Bischau zusammengestellt, der nicht weniger gelehrte und fromme Wolfgang von Olmütz hat mich geschrieben und illustriert, dem die heitere Lebensart den Namen fröhlich gegeben hat. Es war vorher auch die Rede davon, dass es nicht nur dieses eine Bild, von dem ich gesprochen habe, das Bild von der Stadt Zweig, im Mittelpunkt steht, sondern auch Gerichtssäle. Beispielsweise in diesem kleinen Format, also Miniaturen sind das, wo man Richter, Schöffen, Kläger und Beklagte in diesem Bild deutlich erkennen kann, und sie sind wunderschön gezeichnet und bemalt. Die sind in einer Initiale erfasst oder in einer Miniatur, die den Notar
in seinem Studierzimmer bei der Arbeit an dem Kodex darstellen. Dessen Tätigkeit von Justitia mit Schwert und Waage überwacht wird. Auch die Miniatur von König Ludwig II. Von Böhmen und Ungarn. Wo bin ich jetzt? Der dieses Dokument mit 17 Jahren genehmigt hat, hat den jungen König gut erfasst, der 2 Jahre später nach dem Einfall der Türken in sein Reich in den Krieg ziehen musste. In der Schlacht bei Boac wurde sein Heer besiegt und der König wurde auf der Flucht erschlagen. So dokumentiert dieses Stadtrechtsbuch, das Neimar Stadtrechtsbuch, einen Einschnitt auch in die europäische Geschichte, da mit dem Tod von Ludwig II. Böhmen und Mähren Teile des Habsburgerreiches für eine lange Zeit wurden. Zum Ende des 19. Jahrhunderts musste die Freilandfertigung eingestellt werden. Die Konkurrenz auf diesem Markt, auf diesem Freilandmarkt, wirkte sich für die eigene Produktion nicht nur bezüglich der Preisgestaltung für die Produkte selbst aus, für deren Fertigung auf weit entfernte Produktionsstätten zurückgegriffen wurde. Auch das benötigte Brennholz war nicht unbegrenzt in Teilnahmen vorhanden. Mit der gemütlichen Ecke zur Kaffeeeinladung wollen wir Ihnen in der Sonderausstellung ein Stück Vergangenheit anbieten und in den Glasvitrinen einen Teil unseres Bestandes in feiner Keramik in Erinnerung rufen. Ich danke Ihnen für Ihr langes Zuhören. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr strapaziert. Herzlichen Dank. Und hier hat man also eine wirkliche Auswahl und auch diese sogenannten Kunstwerke hier, die hat er ja nur für Geistliche bekommen. Als Beigang. Na klar, das da hier und noch mehrere auch solche Sachen. Ja. Es sind eben die Teller vorwiegend in Massenproduktion gewesen, aber eben auch solche Einzelstücke. Und leider ist dieser Teller in Beschädigungen angekommen, aber es wurde hier versucht, das Sauberste zu führen. Und das ist einigermaßen nichts geworden. Also bitte gehen Sie ruhig hinten auch rum, denn wir haben das extra so nach vorne schieben lassen, damit man von allen Seiten dieses Ding hier benutzen kann. Jetzt ist es wieder in Artikel 2. Ja, da bin ich sehr. Da immer dran zu stecken.